von den Talenten, ursprünglich eine alte Maßeinheit, wechselt schon zur Zeit Jesu in die Bedeutung, in der wir es oft verstehen und heute fast ausschließlich verwenden, im Sinn von Begabung. Das erste Schlaglicht, das unser Evangelium wirft heute, heißt, dass es niemanden gibt, niemanden ohne irgendein Talent. Es mögen bei einem 5 sein, bei einem anderen 2 oder 3 oder 4 und bei manchem vielleicht nur eines. So, und was wird das jetzt? Menschen sind unterschiedlich. Wir neigen alle dazu, immer die Talente der anderen zu sehen, aber die eigenen nicht. Und dann vergessen wir zu wirtschaften im Sinn des Evangeliums. Wir schauen immer, oh, der hat ja 3 mehr als ich. Oder die 2 mehr als ich. Wenn ich das hätte, ja, dann könnte ich natürlich so richtig loslegen. Dann haben wir schon das Loch in die Erde gegraben. Und wir werfen unser Talent, das wir haben, auch wenn es nur eines ist, schon hinein. Wir tun nichts damit. Wir vergeuden unsere Energie, unsere Lebenszeit und verpassen die entscheidende Chance. Talente sind Begabungen, sind ein Vermögen, ganz im kapitalistischen Sinn, mit dem wir zu arbeiten haben. Denn wir haben sie nicht aus uns selber. Und die Frage ist, was wir damit machen. Wir haben sie auch nicht für uns selber. Das ist das, wenn wir heute das nahegelegt bekommen durch verschiedene Fernsehsendungen, wo Talente ja permanent entdeckt und evaluiert und gefördert werden, bis hinein in die Stipendienwerke auch unserer Gesellschaft. Große Talente, die sollen dann alles eigentlich nur für sich entwickeln. Das sind keine Talente. Das sind nicht selten, selbst vom Staat gefördert, auch im akademischen Betrieb, soziale Krüppel. Die denken an sich und Schluss. Denken an ihre Karriere und Ende. Das hat mit Talenten nichts zu tun. Denn beim Verständnis von Talent kommt etwas anderes hinzu, dass wir sie empfangen haben. Und für uns als Christen ist klar, von wem wir sie empfangen haben. Das ist keine genetische Spur oder irgendwie eine familiäre Tradition, sondern wir haben sie von Gott. Also sind wir ihm verantwortlich, auch wenn er sich zurückzieht, wie im Gleichnis. Dieser Mensch geht auf eine lange Reise, kommt ewig nicht zurück. Naja, dann können wir erstmal es uns gut gehen lassen oder was vergraben oder wie auch immer. Das Evangelium in diesem Sinn, was uns Jesus heute sagt, ist keine Talentschau, liebe Schwestern und Brüder, zur Selbstdarstellung. Es sind nicht die Sklaven, die zu ihrem Herrn gehen oder ihn irgendwo anrufen und eine E-Mail schreiben und sagen, guck mal, wir haben ganz viel erwirtschaftet, sondern dieser Herr steht plötzlich vor der Tür und fordert Rechenschaft, wie es sein gutes Recht ist. Hier kommt auf eine ganz massive Weise und auch zugegebenermaßen befremdliche Weise Gott ins Spiel, Gott in unser Leben hinein. Und zwar auf eine Art und Weise, wie wir das nicht mögen. Ich weiß auch nicht, ob ich ein großer, also wenn ich das ganze Neue Testament so durchblättere, unbedingt ein Riesenfan von dieser Perikope bin, aber ich kann es nicht ändern. Sie steht im Evangelium drin. Jesus erzählt uns dieses Gleichnis. Er erzählt Gott in der Rolle eines gnadenlosen Kapitalisten. Der will, dass mit seinem Vermögen etwas passiert. Der will, dass der Rubel rollt. Und derjenige, der 10 hat, kriegt am Schluss das 11. Punkt. Eine Seite, die befremdlich ist, dass Gott nämlich etwas von uns fordern kann und auch zurückfordern kann. Er kann uns fragen, was hast du gemacht mit deinem Leben? Was hast du gemacht mit der Begabung, die du von mir hast? Und wir kennen das. Es gibt die Typen, die sagen, ja, guck mal, ich bin ganz froh, ich kann das und das und das und das habe ich daraus gemacht. Guter Knecht,
Ein guter Knecht. Und wir kennen diese, ich weiß gar nicht, ob ich von dir was habe, aber irgendwie so ein bisschen was kratzt mir ja dann immer zusammen und das habe ich jetzt, damit habe ich jetzt erstmal lieber nichts gemacht. Und dann fangen diese Widersprüche an. Ich weiß ja, dass du ein strenger Herr bist und du erntest, wo du nicht gesät hast, alles dieses ganze Blabla. Nehmt es ihm weg, das bisschen, was er da zusammengekratzt hat und in die Erde verbuddelt hat. Nehmt es ihm weg. Es ist etwas ganz Merkwürdiges, liebe Schwestern und Brüder. Gott tritt uns hier als, ja geradezu in einer Eigenschaft fremd entgegen, als Fordernder, wo wir doch sonst auch im Evangelium, und das sagt auch Jesus, Gott nachahmen sollen. Immer, wo Jesus von der Nachahmung Gottes spricht, spricht er sehr rasch vom barmherzigen Vater. Der Herr hier im Gleichnis ist kein barmherziger Vater. Der sagt, ah ja komm, der hat schon 10, wenn du dem 2 wegnimmst, das merkt er doch gar nicht. Ja? Dann hat er immer noch 8 und der andere kriegt so ein bisschen. Das wäre so unsere Denke, so wie wir heute Kirche organisieren. Das findet aber im Evangelium nicht statt, liebe Schwestern und Brüder. Hier sind, wenn Sie diesen Ausdruck erlauben, keine Sozis am Werk, die so eine Justitia distributiva ausüben, sozusagen eine Verteilungsgerechtigkeit. Wir organisieren, dass am Schluss irgendwie alle irgendwie was Gleiches haben. Das Evangelium nimmt uns ernst, weil wir hier nämlich auch nicht gleich sind. Jede und jeder von uns hat unterschiedliche Begabungen, hat unterschiedliche Bedürfnisse. Es ist eine sehr kluge Bemerkung, die der heilige Benedikt in seiner Regel für den Abt schreibt, dass er der Eigenart vieler dienen soll. Da gibt es nicht für alle genau gleich das und das und das und das und das, sondern er muss schauen, da hat er unterschiedliche Typen in seinem Kloster. Es gibt unterschiedliche Typen in der Gemeinde, es gibt unterschiedliche Menschen auf der Welt. Und für die sorgt Gott unterschiedlich, denen gibt er unterschiedliche Begabungen und von denen fordert er unterschiedlich. Er fordert von dem, der ein Talent hat, nicht 10 zurück. Aber dass er wenigstens mit dem einen etwas macht. Was heißt das denn konkret? Wenn ich überlege, wie man das konkret anwenden soll, ist mir am ehesten, weil es natürlich auch hier in unserem Kontext am nächstliegendsten ist, eingefallen, was wir denn mit unserem geistlichen Leben machen. Was heißt das überhaupt, geistliches Leben? Also das heißt ja im weitesten Sinne, wir sind Christen. Okay, wir sind getauft. Gut, wir sind katholisch. Noch besser. Aber was heißt das? Gut, wir sitzen jetzt sonntags morgens hier. Immerhin, das ist schon mal sehr gut. Das ist ein Teil von dem kleinen einen Talent. Und wenn wir das bei dem Sonntagmorgen bewenden lassen, dann haben wir das schön in die ruhende Sonntagserde vergraben, liebe Schwestern und Brüder. Doch ruht es, und wenn dieser Herr plötzlich vor der Tür steht, wie uns Paulus heute in der 2. Lesung zuruft, wir wissen nicht den Tag noch die Stunde, dann sagen wir, ja, eigentlich war ganz schön, wir sind getauft, wir sind Christen, wir sind katholisch und wir waren sonntags in der Messe. Ja, und? Schön. Wo ist die Fruchtbarkeit? Was sollen wir jetzt mit dir machen? Du hast es in die Erde gegraben. Wir können ein kleines Check-up machen. Haben Sie zu Hause eine Heilige Schrift? Bibel nennt man das, das ist so ein Buch. Haben Sie vielleicht schon mal gesehen? Vielleicht haben Sie sogar eins. Das Standardbeispiel, vielleicht stauben Sie dieses Buch sogar regelmäßig ab. Das ist eine alte Familientradition, das ist noch von Opa, kann man schon nicht mehr lesen. Die Kinder können das schon nicht mehr lesen, weil es Fraktur. Es sollen neuere Bibelausgaben geben. Wir haben gerade eine neue Einheitsübersetzung gekriegt. Die ist auch nicht brillant, aber sie ist eine. Könnte man drin lesen, man kann das Buch aufschlagen.
ein Buch zu Hause zu haben, liebe Schwestern und Brüder, das sich Bibel nennt, und es nie zu öffnen, zum Lesen, damit unser Leben davon befruchtet wird, dass wir mittels dieses Textes die eigenen Talente überhaupt erst sehen lernen, heißt, das Talent, das wir haben, zu vergraben. Lassen Sie mich mal das katholische Inhaltsverzeichnis weiter durchgehen. Haben Sie sowas wie einen Rosenkranz? Es muss nicht jeder Freund vom Rosenkranz sein. Aber man kann das auch, wenn man sagt, das ist so langweilig, entdecken. Der Sinn des Rosenkranzes ist es, langweilig zu sein. Wenn ein Rosenkranz interessant gemacht wird, ist er kaputt. Dann ist er zerstört. Dann ist er nicht mehr dieses meditative Gebet. Sie brauchen keine fernasiatischen Kurse zu machen, um in eine meditative Stimmung zu kommen. Nehmen Sie den Rosenkranz in die Hand, da haben Sie fernasiatische Stimmung pur. Kostet nichts. Brauchen Sie keinen Kurs für zu machen. 450 Euro mindestens Teilnahmegebühr. Können Sie so lernen. Steht im Gotteslob, wie das geht. Es kann sein, dass Sie ihn hinter dem Autospiegel hängen haben. So ein bisschen als Maskottchen. Ist ja auch so, ist ganz schön fromm so, sieht auch nett aus. Andere haben da so einen Duftbaum hängen und wir haben einen Rosenkranz da hängen. Zeigt doch, wer wir sind. Ist auch ganz schön. Ist aber nicht fruchtbar, liebe Schwestern und Brüder. Ist in die Erde gegraben, bringt überhaupt gar nichts. Haben Sie nicht mitgewuchert mit diesem Talent? Haben Sie ein Gebetbuch zu Hause? Ich meine jetzt nicht unbedingt das Gotteslob, da stehen ziemlich wenige Gebete drin, leider Gottes. Ein Gebetbuch. Eine Sammlung von Gebeten. Wir müssen die Buchhändler fragen, ob es sowas überhaupt noch gibt. Aus unserem Bereich relativ wenig. Sie finden alle möglichen Betrachtungen, alle möglichen Ergüsse von irgendwelchen Frauen und Männern, die meinen, sie wären fromm oder sie wären hilfreich. Ich weiß nicht, ob man das kaufen soll. Ich weiß nicht, ob ich jetzt geschäftsschädigend bin. Sorgen Sie dafür, dass Sie ein vernünftiges Gebetbuch haben. Also in der Bibel haben Sie schon mal eine ganz gute Sammlung drin, wenn Sie bei den Psalmen schauen. Finden Sie für jede Lebenssituation etwas. Aber haben Sie das Buch nicht nur, sondern nutzen es auch und beten auch. Haben Sie zu Hause früher, ich kann mich bei meiner Großmutter erinnern, gab es so eine Tasse, eine große Viertel-Liter-Tasse, da war der Henkel abgebrochen. Da kam immer ganz bestimmtes Geld rein. Ich wusste lange nicht, wofür das war. Das war für die Armen. Also vielleicht haben Sie sogar ein Konto angelegt. Wie so eine Tasse ohne Henkel. Wo Sie regelmäßig was drauf überweisen und sagen, okay, alle Quartal oder zu den heiligen Zeiten kriegen das die Armen. Ein Projekt, für das ich gerade stehe. Das müssen nicht unbedingt unsere großplakatierten Hilfswerke sein. Das kann ganz im Stillen geschehen. Jesus sagt das in unserem Evangelium. Es ist besser, die Rechte weiß nicht, was die Linke tut. Aber haben Sie so etwas? Oder reden wir nur für die Armen? Finden wir Papst Franziskus ganz toll, weil der sich so um die Armen kümmert und jetzt einen Sportwagen versteigert? Jo, da passiert auch nicht viel mit. Ist schnell weg. Schnell verfuttert der Sportwagen. Wir, liebe Schwestern und Brüder, das sind unsere Talente, die gefragt sind, um sie fruchtbar zu machen für diese Welt. Weil, und das ist vielleicht das letzte Schlaglicht dieses Evangeliums, weil von uns Rechenschaft gefordert wird, und zwar nicht von irgendwie einer höheren Macht, einer abstrakten Gerichtsbarkeit, sondern von Gott höchstpersönlich. Gott, der auf uns zukommt, zu einer ungewissen Stunde und uns fragen wird, was hast du gemacht mit deinem Leben, deinen Talenten, mit dem, was ich dir geschenkt habe? Wo sind die Früchte deines Lebens?